Tschüss, Itzki. Jetzt war da noch ein. Okay, damit aufhören. Ich mache den vor allem keinen Schaden, den kleinen Servants. Das Problem. Die haben nämlich alle. Das ist unglaublich nervige Fähigkeiten. So, ich belebe Itzki trotzdem wieder mit Mamori. Mamori! Mamori, komm rein! Mamori, mach! Bye, Sushi! Mamori hat den Spaß ihres Lebens. Ich darf ganz viele Mikrowellengerichte weiten. Mamori, komm rein! Mamori, mach Mikrowellengericht! Mamori, geh wieder! Tschüss, Mamori! So. Und bitte wieder ein Javelin Rain. Zack. Zwar habe ich vieles auch getroffen. Und bitte mach so viele Angriffe wie möglich, damit wieder mein SP voll ist, damit ich die Mutter wieder damit wieder heilen kann. Kann ich auch zu Basas Zuglauf verwenden, aber trotzdem. Ich würde sagen zwei Sessions, dann wäre er tot. Den extra Zug, aber erstmal zu Basa dran. Und zu Basa darf auch erstmal drauf. Jo, zu Basa! Schade. Das wird nicht ausreichen. Na komm. Mach doch bitte die SP-Anzeige etwas schneller hoch. Ich hab doch extra die Fähigkeiten dafür. Dran, Heatwave, das wird wehtun. Und Harvest aus. Alle. Haben das so dreimal agiert? Ich fühle den Zauber nur einmal gemacht. Von beiden, oder? Nein, nur von einer. Ja, der Boss hat immer zwei Züge in vielen Bosskämpfen. Der an sich schon zwei Züge, weil er ein Boss ist und dann hat er noch einen extra dritten Zug bekommen. Hau einfach drauf, Itzki. Da mache ich ihm wenigstens etwas Schaden, das passt schon. Muss ich alle besiegen oder nur ihn? Nur ihn. Gut, da kann ich auch einen mit Piercing Void machen. Ja, damit ist er besiegt. Und ja, nur ihn. Gut, das war der Bosskampf. Noch ein bisschen Geld und... Danke fürs 2-Star-Spiel, die brauche ich noch unbedingt. Total. Und fürs Geld. Ist es erst gegenbar voll. Super, jetzt brauche ich es nicht mehr. Mit der coolen Pose. Ein paar Level-Ups, ein paar Skill-Ranks-Ups. Einfach viel bei Crumb. Okay. Chrom hat etwas einfach alles voll bekommen, danke. Da. Stage Ring 50 für Tsubasa, damit hat sie jetzt Dancer's Energy. Jetzt kann Tsubasa tanzen. Sie hört nicht auf zu tanzen. Gut, Level up. So, Chrom, wie viele neue Fähigkeiten hast du bekommen? 3. Fire Slash EX 1. Thunderstrike plus 1 und die Märtyrer Experience. Was sind Bane Skills? Die hat er nicht. Warum lernt er das? Ich weiß, weil ich glaube, weil er die noch lernen könnte theoretisch, aber du hast ihn nicht beigebracht. Okay. Was willst du denn lernen, Shida? Du brauchst nicht unbedingt mehr Speed. Aber Sword Elwind nehme ich sehr gerne an. Kai möchte... Das brauchst du auch nicht unbedingt. Meine Güte. Tatsche? Nein? Übrigens, Makara Guard ist nicht Makara Kern. Makara Guard schützt vor Almighty Attacks. Ach so.
Das habe ich vorher auch noch gesehen. So, einmal das und einmal das. Gott, haben jetzt alle noch was Neues gelernt? Ja, gefühlt alle. Ja. Masamune Shading ist fertig gelernt. Also Tsubasa, du wolltest was sagen? Okay, dass du es mir gesagt hast, falls mich erinnert, was ich an die Dinge, die ich getan habe. Am Anfang dachte ich, war einfach starstruck. Ich war auf die Kiria fokussiert. Ab und zu habe ich viele andere Jobs anders und Herausforderungen überwunden. Und ich denke, ich bin dadurch gewachsen. Das ist gut für dich. Ich hätte es nie was realisiert, wenn du es mich nicht angesprochen hättest. Itsuki, danke. Hey Kira, das wird nicht so wie vorher sein. Ich will mein wahres Selbst sein von nun an und dir meine beste Seite zeigen. Das ist der Charakter, Tsubasa. Wir haben beide unsere Stärken und wir sollten uns auf gegenseitig verlassen können. Nicht als Serie und Juno, sondern als richtiges Duo. Gleichgestellte Rivalen. Einer hebt den anderen hoch. So möchte ich gerne zusammen singen. Das klingt großartig. Ich kann nicht abwarten, bis es anfängt. Bloods Sweat and Tears? BTS? BTS-Song? Ich würde Blut, Schweiß und Tränen in meinen Gesang reinstecken. Ich werde dir zeigen, aus was ich gemacht worden bin. Ach, dafür steht BTS. Blood, Tears and Sweat. Es gibt einen Song, das ist der Martin-Song. Ja, ich weiß, aber... Sieg mich gerade, dafür steht BTS. Für Blood, Tears und Sweat. Eigentlich nicht, aber egal. Nun, ich freue mich darauf, das zu hören. Ich hoffe, du wirst dich nicht zurückhalten. Aldi, wird der neue Song wirklich großartig werden. Ja. Ihr habt die Truhe gar nicht gebraucht. Ganz genau. Warte mal, die Truhe ist verschwunden? Aber ich wollte das haben, was da drin ist. Das ist schon in Ordnung, Itsuki. Ich denke, ich habe schon alles in mir drin, was ich brauche. Nun dann, sollen wir zurück zum Training gehen, Tsubasa? Nach dir, Itsuki. Kiria. Ich Kiria. Gleich kommt der tolle Song. Das Paar hat geübt, bis ihre Stunden. Hat ihre Stunden geübt, bis.
Ist der Song toll oder ist der Song toll? Der Song ist echt toll. Ich mag auch die Bedeutung hier hinter wieder sehr schön, sehr gerne. Sie scheinen unglaublich froh zu sein, Miss Maiko. Und wahrscheinlich haben wir jetzt eine neue Duo-Ding ins Freigeschaltet. Natürlich, Tsubasa Kiyas Job ist super verlaufen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, wer was auf einen großen Erfolg. Und der Song war echt ein echter Hit. Das alles wird unseren Ruf verbessern. Warum sollte man nicht zufrieden sein? Der Song hat wirklich die Stadt im Sturm erobert. Du kannst kaum in ein Geschäft reingehen, ohne ihn zu hören. Wirklich, wirklich? Ich denke, die Firma ist ist gerade ziemlich guten Kurs. Super, Herr Kiria. Habt ihr beide Ideen für Projekte, die ihr zusammen machen wollt? Ja, Kiria. Ich hätte kein Problem, mit einem Song zu machen, der so wie Give Me, Give Me ist mit den coolen, cute Vibes. Ehrlich gesagt, möchte ich mich sehr gerne herausfordern mit einem neuen Genre, was ich noch nicht ausprobiert habe. Das ist cool, ja. Rap. Ich denke, ich werde all möglichen Erfahrungen machen, die ich brauche, um mein Besserfahren aufzubauen. Oh mein Gott. Du widersprichst Kira? Wow, Tsubasa, du hast wirklich einen langen Weg hinter dir. Ich hab das widersprochen. Das war doch meine ehrliche Meinung. Das ist meine Meinung, Baby Rage. Ich möchte nur gerne verschiedene Jobs annehmen, so dass ich mehr wachse als Artist und als Person. Tsubasa? Ich werde doppelt so hart arbeiten wie vorhin, sodass ich mit dir aufholen kann. Lass uns uns gegenseitig anspornen. Sicher! Dennoch, ich habe noch keinen einzigen Auftritt gehabt. Das stimmt. Was ist los, Itsuki? Ich frage mich, warum die Schatztruhe verschwunden ist. Das ist noch nie passiert. Es war eine Fake-Truhe. Es war eine Truhe aus Persona 5, da kommt dann die goldene... Also 5-4, wo dann die goldene Hand rauskam. Ist es... kümmert dich das so sehr? Dann warum fragst du dich Tiki? Wenn irgendwer die Ahnung hat, dann ist es sie. Oder die Reaper-Truhe. Das stimmt. Die ich ein einziges Mal hatte und nachdem ich nachgelesen habe, wie man sie bekommt, mir dachte, okay, ich hatte scheinbar mehr Glück als Verstand. Wieso sind mehr Pech als Verstand? Mhm. Mehr Pech im Glück. Ihr fragt euch, was in der Schatzbox... Warum die Schatzbox verschwunden ist? Ja, ich dachte, du weißt es vielleicht, Tiki. Das ist mir gedacht, aber es könnte sein, dass Tsubasa schon von allein ihre Inspiration gewonnen hat. Was meinst du damit? Ich denke, die Box antwortet auf die Leute, die einen Zahn des Genies haben, aber die nicht weiter wachsen können. Und dann geben sie ihnen den Impuls, den sie brauchen. Wenn du sie schon selbst gefunden hast, dann wird die Box nicht mehr benötigt. Also verschwindet sie, denke ich mal. Du hast recht, das macht Sinn. Tsubasa ist eine Menge gewachsen. Weißt du, ich hab nicht alles allein geschafft, um genau zu sein. Immerhin habe ich eine Menge Erfahrung gewonnen in dem Ort und Tiki hat ihn gefunden, also danke Tiki. Ach, kein Problem. Ich bin froh, euch helfen zu können.
Du hast davor gesagt, dass du selbst sein willst und Kiria dein Bestes geben willst. Ja, ehrlich gesagt, ist es mir peinlich, daran erinnert zu werden. Du hast mich überrascht. Es war, als hätte ich eine komplett neue Seite von dir gesehen. Es war nur dein Ratschlag. Deswegen habe ich so gesprochen, weißt du? Es hat mich tapfer fühlen lassen. Nicht, weil du das gesagt hast, weil du immer auf mich aufpasst. No. Du munterst mich immer auf, gibst mir immer Selbstbewusstsein und Smalltalk. Ich weiß, du bist für immer bei mir sein. Für immer ist so eine lange Zeit. Gesundheit. Danke. Ich hoffe, dass es so sein wird. Schließlich zu Basel bist du meine älteste, beste Kindheitsfreundin. Friendzoned. Und diese Wett. Danke. Danke, Moritz. Das bin ich also. Nein, es ist nicht. Ich schwöre, du bist echt verpeilt für den Typen Itsuki. Aber wenn du mich anfreust und bei mir bist, werde ich das genau dasselbe für dich tun. Na schön. Also Itsuki, hab endlich einen Auftritt. Ich werde mich nicht wieder runterziehen lassen. Keine Rumgemecker. Ich werde selbstbewusst sein und mein Bestes geben, um den besten Job machen, den ich kann. Danke, Leute. Deswegen werde ich die Leute zu Menschen lächeln bringen, die mich mir zuschauen. Das wird mein Ziel sein. Eine neue Seite von mir sehen, Itsuki. Eine Menge von denen. Das wird ein Versprechen sein. Also, schau mir bitte zu, okay? Nö, mach ich nicht. Und natürlich und das, doch. Und traurige, das Traurige ist, du kriegst keine Spurart von den beiden, das ist traurig. Warte, ich habe dafür nichts bekommen. Luft und Liebe und Kostüme. Oh. Ich frage mich, warum wurde ich verschont während dieser Massenverschwindens vor 5 Jahren? Plot Convenience, Kiria. Alle sind verschwunden während des Vorwärts. Leben ja, ja, aber sie wird immer noch vermisst, bis zu diesem Tag, weißt du? Aber wenn wir gar nicht stoppen, vielleicht deswegen wurde mein Leben verschont. Ich schwöre, ich werde ihn stoppen, und das ist nicht mein Leben kostet. Kiria, es nennt sich Plot Convenience. Die schönste Art der Convenience, Plot Convenience. So, wir haben neue Carnages. Zwei davon können wir machen. Und ein Radiant Skill. So, gucken wir mal, wer einen neuen Carnage bekommen wird. Ja, es ist eindeutig dieses Interstellar Sephiroth. Sephiroth! Burgundy. Was bekommst du denn darauf? Charge, X-Parry, Gale Strike und Practice. Was sind das Skills? Okay. Oh, eine Heavy Force Attack. Hat er schon eine Force Attack auf sich drauf? Ja, aber nur mit. Ja, hat er. Das war schön. Increases Mastery. Das war nicht Stage Rank, leider. Okay. Kiria hätte sonst was. Wo? Sie muss immer noch Lorelei machen. Was andere war Exodus ist es.
Exodus hat Spirit Leech. Das braucht alles irgendwie nicht so wirklich. Mhm. Okay. Boah. Nee. Das braucht sie eigentlich so gar nicht. Also Thoma auf jeden Fall, würde ich sagen, oder? Mhm. Mhm. Und du hast Apocalypse. Das hat zusätzlich zu einem Stun-Effekt Great Tech, was ich schon mal verstärken kann. Der Rest ist irgendwie auch so zu vernachlässigen. Mhm. Na gut, Thoma, du kriegst auf jeden Fall schon deine Waffe, weil du hast wenigstens irgendeinen guten Effekt drauf. Was nützt sich den Effekt drauf? Die anderen so, oh mein Gott, ich kann jetzt EP ziehen. Okay. Also, ich kann abartig einen starken Wind angreifen. Yay. Thomas ist halt echt praktisch, weil der Rest ist so, ja, ich kann es halt jetzt mal. Du wirst es sowieso nicht lernen. Stimmt. Man kriegt ja leider auch keinen Bonus dafür, dass man die Waffen halt mastert. Man kriegt ja nicht nur die Fähigkeiten, sonst bringt es nichts, die zu mastern. Form! Aber ich finde, mit Chi ist, haben wir so viel Potenzial, dass es kommt wie diese ein Katze vor und dass es nicht mal ein Duo-Art ist. Why, Atlas? Why? Das ist wirklich komisch, ehrlich gesagt. Sie haben allgemein auch kaum was Neues hinzugefügt, was kämpferisches angeht, außer jetzt die drei neuen Charaktere hier so. Hey Chrom, du kannst doch sicherlich. Vielleicht mehr Duo-Ass reintun sollen? Vielleicht ein paar Adlib-Papas und Maori. Focus Blade ist schön. Tatsche haben wir gerade geschaut. Was habt ihr denn für Waffen damit? Du brauchst auch noch deine Plasma-Axt, ich weiß. Du bekommst hier was. Da bekommst du Poison Breath. Das brauchst du gar nicht. Aber Gale Strike wird dann schön sein, eventuell. Poison Breath, ich glaub's nicht. Und du. Ihr wollt, dass ich offscreen dieses Material für das forme, oder? Natürlich wollen die Leute das. Das sind natürlich gute Fähigkeiten: Inferno Strike und Freezing Strike. Aber gut, dann sparen wir das andere Teil momentan auf. Und so basiert das nochmal HP ab, habe ich gesehen. Genau, nochmal HP plus 10, mal 10. Wobei, mal 10 wäre schön, denn nur 10%. HP mal 10. Wait. Oh nein. Entweder werde ich in Elsa Vetrix sehen oder in Vetrix Elsa. Kommentar dazu, ich stelle vor, wie der. Ich stelle vor, wie Vetrix anfängt, Let It Go zu singen. Nein! Oh nein, mir fällt gerade auch auf, es gibt eine Szene im Anime, wo das sogar Sinn machen würde. Nein! Du weißt, welche Szene ich meine, oder? Ja. Oh Gott, jetzt habe ich das Kopf. Und darauf noch in Elsas Kleid. Oh Gott. Vetrix in diesem viel zu großen Elsa-Kleid. Gibt es schon Pairs dazu? Ich muss das irgendwann mal schauen. Es würde mich aber wundern tatsächlich, weil Sechsel ist ja nicht so das beliebteste von den Yu-Gi-Oh!-Dingern. Und ich habe allgemein tatsächlich kaum Fanart zu Yu-Gi-Oh! Gefunden zu den neuesten Staffeln. Das stimmt. Übrigens, wir haben 4 Millionen Yen mittlerweile. Yay. Danke, dass... für alles, Itzy. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich jetzt wäre, wenn du nicht da gewesen wärst. Ich hoffe, du bist weiterhin nicht da. Tut mir leid. Das ist irgendwie so abhängig von dir, aber ich hoffe, du kannst dich auch auf mich verlassen. Mit welcher Zeit sollen wir jetzt weitermachen? Ich glaube, wir fangen einfach mit der an, die hier ist. Maiko, okay. Hallo, Maiko. Hi, Itzy. Tut mir leid, dass du... Kannst du für mich einen Gefallen tun? Du musst ein paar Dokumente für mich liefern. Godmother? Bist du die Fairly Godmother? Hi. Überlass es mir. Michaels Side Stories muss man auch gar nicht kämpfen, oder? Nee. Das sind Dokumente für Kiyosakes Fotoshooting. Ich möchte, dass sie Nobu lieferst. Ein Fotoshooting?
Yep. Es wird ein Special sein, wo Kira halt einmal gesehen wird und der für ein Shooto-Shooting, für ein Poster, was da drin ist, und der Nobus, der Fotografer. Es wird in Guam, oh, die Glückliche. War Guam nicht der Ort, wo sie ihr letztes Fotoshooting hätte haben sollte? Also, ja. My Complex 3? Mhm. Verstehe. Hier sind Dokumente. Ich glaube, er wird dir ein bisschen Papierarbeit geben, also sei sicher, dass du sie dann zurückbringst. Nobu seid im Diver Studio dann für ein anderes Shooting. Ich zähle auf dich. Verstanden. Du hast ein A4 und eine A4-Ledertasche bekommen, die unglaublich nervtötend aufzumachen ist, so wie sie aussieht. Mhm. Wie, du schreibst mir jetzt, wo ich hin muss. Ich weiß, wohin ich muss. Hast du jetzt Zeit, Itzki? Ich muss momentan für Miss Maiko einen Lieferjob machen. Maiko, kann ich Itzki kurz ausleihen? Miss Maiko, nein. Die töten sich nicht. Nein, und deswegen hat sie ihn auch nicht gefragt. Sicher! Meine Erledigung ist keine. Muss nicht ehrlich sein. Und ich will euch nicht im Weg stehen, wenn ihr bald ein Date habt. Dennoch, vergiss nicht meine Erledigung. Nobu ist das Diver Studio. Yeah! Dann komm zum Café, Itzki. Es ist jetzt geklärt. Verstanden. Wie sie auch nicht mal sagt, von wegen so, es ist kein Date. So, von wegen so, ja, Miss Maiko redet mal wieder. Und Kira so Fun-Genier. Miss Maiko, nicht reden, denken. Ja. So, auf zum Café. Mhm. Kira steht vor dem Café, nicht im Café, oder? Mhm. Oh nein, das war... Nein. Nicht der Rotwein-Wasabi-Kuchen. Nein, nicht der Rotwein-Wasabi-Kuchen. Das war echt disgusting. Tut mir leid, dass ich dich hergeholt habe. Oh, kein Problem. Also, worüber möchtest du reden? Lass es drin reden. Es ist besser, als wieder raus rumzuspielen. Ist hier nicht jeder Fun-Genie zu Miss Maiko? Irgendwie schon. Ja, irgendwie so ziemlich jeder. Besonders Itzki. Tut mir leid, dass ich dich angerufen habe, auch wenn du so beschäftigt bist, aber ich komme sofort zum Punkt. Ja, bald das 5-Jahres-Jubiläum von Fortuna Entertainment. Und deswegen möchte ich etwas Miss Maiko tun. Lass Miss Maiko dein Fotoshooting übernehmen. Was denkst du? Das klingt großartig. Ich bin dabei. Sie hilft uns schließlich immer. Dann, das gesagt, aber hast du irgendwelche Ideen, was wir für sie tun können? My Complex 3. Dankeschön. Wir wissen mit einem dritten Fotobuch für ihre Trilogie. Ich verstehe Ihre Serie My Complex, nicht wahr? Sie hat mir darüber erzählt, als ich ihr geholfen habe, aufzuräumen. Das Maiko scheint immer noch daran zu hängen. Also werden wir ein Foto machen als Geschenk. Ich bin sicher, Miss Maiko wird es lieben. Und wie wollt ihr es hinkriegen, dass ihr Fotos von Miss Maiko. Wie wollt ihr hinkriegen, dass Miss Maiko fotografiert wird, ohne dass sie es mitbekommt? Genau, die Frage ist, wie können wir das Shooting dafür bekommen? Ich habe einen Plan dafür schon. Ich werde bei nach Guam gehen für ein Magazin-Fotoshooting. Das ist auch Horinosawa, ist der Fotograf. Dann meinst du...